Stellt euch mal vor, wer seid ihr denn? Ich bin Jan, Jan CS auch genannt. Ingame-Leader von Team Vagazzi. Ja, Organisator für alles rund ums Team. Shotcaller etc. Ich bin 17 und komme aus dem südlichsten Teil von Deutschland, den es überhaupt gibt. Genau. Ich bin David. Ich bin, ja, wie soll ich mich überhaupt in dem Team beschreiben? Ich bin Entry-Fragger, würde ich mal sagen. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Sachsen, dem östlichsten Teil Deutschlands, bei meiner Stelle. Ja, und viel zu mir gibt es sonst nicht zu sagen. Okay, und dann habt ihr ja noch weitere Teammitglieder. Genau, wir haben noch einen Brandenburger, den Maurice, QB. der. Genau, QB, der sozusagen uns die Opa-Rolle abnimmt. Man nennt ihn auch Bruder von Kenny S. Genau, Kenny S ist sein Bruder. Das ist immer so ein Konflikt zwischen den beiden, wer besser ist. Dann haben wir noch Max oder auch C1 im Game. Ja, der ist, würdest du ihn beschreiben, Jan? Welche Rolle willst du ihm zuteilen so? Keine Ahnung. So alles irgendwie. Mädchen für alles, ja. Genau, ja. Ist eigentlich jeder bei uns im Team, jeder kann alles Das so ein bisschen. stimmt, jeder kann so ein bisschen alles, ja. Deshalb, die Rollen sind da nicht ganz so klar verteilt wie vielleicht in anderen Teams. Und das letzte sind wir noch Alex. Stay in Game ist sein Name und der ist auch halt, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen alles. Also im Prinzip entscheidet ihr das spontan, wie ihr spielt. Also wer für was zuständig ist. Ja, ist so, ich setze viel Wert darauf, dass jeder halt, ich sag mal, alles checkt, was so in-game vor sich gehen muss. Heißt, jeder muss auch mal aggressiv spielen können, jeder muss auch mal einfach der sein, der ein bisschen hinten bleibt und halt sein Mate, der vorgeht, unterstützt. Damit das halt jeder kann und dann nicht in komischen Situationen man nicht weiß, was man machen soll. Oder dass man da einfach irgendwie. Klar. Kommt zur Situation, dass es da mal irgendwie einen Konflikt gibt, dass halt irgendwie alle vorrennen oder sowas, aber das versuchen wir im besten Fall zu vermeiden, heißt durch sehr präzise Arbeit in Trainings. Habt ihr irgendwelche Lieblingsmaps? Meine werden, ich sag mal, also unser Kern-Map-Pool besteht aus Inferno, Train und Overpass. Ja. Das sind so, ich sag mal, die Lieblings- oder die Maps, die wir als Team spielen. Ich weiß nicht, hast du jetzt die Lieblingsmap, David, oder? Aber mir ist es irgendwie so alle. Also, Train ist mittlerweile so mein Lieblingsmap auch geworden, aber ich würde sagen, es ist immer noch bei mir Inferno und so ein bisschen Overpass, aber am meisten Inferno, weil da habe ich am meisten so auch alleine auch in der Solo-Queue gespielt und da am meisten Erfahrung. Wann habt ihr angefangen mit CSGO spielen? Also, angefangen im Sinne von 0 Stunden aus. Ja. Ich Anfang 2016. Ja. Also ich glaube bei mir 2015. Ich glaube, ich bin im Sommer eingestiegen, wo es gerade heiß herging um das ganze Case Opening und dann irgendwann sind alle auf das Game gekommen, Ja, ich was hinter habe dem das, Case Opening das. steht. Okay. Ja, das, ich bin nicht durch die Case Openings drauf gekommen. Ich habe 2015 habe ich, also dann 20, Anfang 2016 habe ich angefangen zu spielen, aber ich habe im Sommer 2015 das Major-Finale zwischen Envy und Fnatic gesehen und das fand ich ganz schön geil. Und dann dachte ich mir so, Spiel musst du kaufen. Ja. Okay, und wie seid ihr zu Vagazzi eSport? Ich glaube, da kann ich mal kurz ausholen. Ausholen, genau. Ja, lange Geschichte. Also, Wir haben das ist Zeit. so, wir haben ja angefangen mit Team Forward, oder wir sind mit dem Team Forward sozusagen hergekommen, war ja unser vorheriger Name. Wir haben halt basically unser Line-Up gehabt für die nächste Season und hatten schon alles und so überlegt, wie wir das machen und dann kam es dazu, dass ich einfach mal so mich umgeschaut habe, weil ich von Freunden auch hörte, dass sie halt auch eine Orga bekommen hatten für ihr Team. Und da halt, sag ich mal, ziemlich viele Sachen auch so positiv fürs Team halt rausnehmen konnten. Und da dachte ich mir so, gut, da schaue ich mich mal um und schaue mal, ob eine Orga irgendwo zu finden ist, die auch ein Team aus Division 4 halt irgendwie daran Interesse hätte. Und da habe ich dann auf einer ganz, also nicht alten Seite, aber einer Seite, wo sehr viele Posts von ein paar Monaten waren, habe ich irgendwo ganz unten Vagazzi Esports gesehen. Irgendwo
schon sehr lange her, der Post war schon übelst veraltet und noch keine Rückmeldung darauf gewesen. Und ich dachte mir so, gut, eigentlich kann man ja mal gucken, ob da noch jemand hintersteht. Und dann habe ich halt mit Michael geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, oder haben wir gemerkt, dass sie halt sozusagen an einem Team wie uns halt am ehesten interessiert sind, weil sie halt diese Underdog-Story halt ja promoten und halt kein Team wollen, was unbedingt gerade krass dabei ist, weil die halt eher diesen Underdog wollten. War relativ spontan, fand ich, weil das so, David kommt zu einem, muss man so vorstellen, wir haben halt so irgendwie immer einen Trainingsablauf und dann kommt so einmal an, so, David so, ja, ich habe so eine Orga gefunden, ich habe mal mit dem gesprochen, vielleicht hätten wir ja da Interesse dann und eine Woche später waren wir drin. Es ist halt Schnell, so, ziemlich schnell, ja. da waren alle so, ja, okay, Namen, okay, ja. Eigentlich ganz cool, was sie uns bieten. Ja, lass mal machen. War sehr spontan und fand ich dann, es war eigentlich eine sehr super Entscheidung, weil, sag mal, alle, die jetzt bei uns hier uns unterstützen, der Michael, also der Flash, der ist sozusagen der CEO von Weigazi, ist eine große Hilfe, macht einen guten Job. Ja, auch mit den anderen Teams aus den anderen Games, PUBG und so, da sind ja auch echt starke Teams dabei. Schon beeindruckend. Haben wir echt eine gute Entscheidung getroffen. Von euch werden nun einige Heimspiele von unseren WeAreStreamers Team gecastet. Erhöht das bei euch den Druck oder gefällt euch die Aufmerksamkeit? Also ich kann mich erinnern, meine erste 99 Damage Season, da war irgendwann mal ein Team dabei, das hatte irgendwie auch ein Casting Team dahinter. Und die hatten halt irgendein random Game gegen uns halt gecastet und in dem Game habe ich halt irgendwie richtig dann Feuer gefangen, weil ich einfach halt wusste so, ja, wenn ich jetzt coole Plays mache, wird im Chat halt erstmal ausgerastet oder so, weil die halt uns eigentlich als eindeutigen Sieg schon festgelegt hatten. So. Also wir hatten davor in dem Stream reingeschaut, bevor das Spiel angefangen hat, und hatten die jetzt halt schon so eine Art Pre-Match-Talk gehalten und da war ich halt so ein bisschen, naja, nicht böse auf die, aber es war halt schon eine gemeine Aussage sozusagen, ja, die haben wir easy in der Tasche. Und dann haben wir das Game gewonnen und haben halt dann sozusagen durch diesen Antrieb, also ich zumindest, ich sehe da schon Potenzial, dass man eher besser spielt, wenn man castet wird. Habt ihr euch für die nächste Season, also für diese Season, die jetzt kommt, besondere Ziele gesteckt oder sieht das da aus? Also ich glaube, das Teamziel ist erstmal eigentlich wie schon seit den letzten 4 Seasons Relle. Diese Season schaffen wir das relativ sicher. Ich glaube, wir haben eine relativ etwas einfachere Gruppe erwischt. Letzte Season hatten wir wirklich starke Teams mit dabei, also wirklich. Das soll keine Ausrede sein, aber da waren wirklich starke Teams dabei. Das hat uns da, ich sag mal, letzte Season war die, wo uns am meisten geholfen hat. Und diese Season, glaube ich, das war halt mit der Erfahrung, jetzt mit einer relativ guten Vorbereitungsphase halt relativ sicher die Relegation zu Division 3 schaffen. Ich persönlich sehe das Potenzial, dass wir auch durch die Relegation durchkommen können. Wenn wir die sind ja immer 2 Relegationstage, wo man dann halt in einem so einem Bracket-System, also spielt. Wenn wir da 2 gute Tage haben, könnten wir auch da gut easy durchkommen. Den Skill haben wir dafür. Ich sag mal, wenn es dann noch mit der Nervosität klappt, also nie, im Sinne von, dass wir keine Nervosität haben, dann sehe ich da uns schon gut dabei. Genau, gibt es irgendwie bei euch bevorzugte Waffen? Sag mal so, die Standard-Rifles, das ist halt klar. Da ist ja eigentlich so die Hauptfrage eher so CT-Seite, T-Seite, was nimmt man eher, AK oder SG oder halt M4 oder AUG. Die AUG ist halt nicht mehr so stark, aber ich spiele sie trotzdem immer noch gerne. Teilweise auch sogar mehr, lieber als die M4. Und auf der T-Seite würde ich, die SG ist, wenn ich damit ein gutes Game habe, dann ich möchte ja mich nicht selber loben, aber dann geht es schon ab. Das ist schon teilweise pervers. Ja, die Schüsse, die da reingehen, sind teilweise echt krass. Also da rechnet man gar nicht mit, wenn man zuschaut. Ansonsten die AWP, ich glaube, jeder von uns würde auch gerne die AWP spielen, aber halt, ich sag mal, mit QB haben wir halt wirklich eine AWP, die, wenn die on fire ist, wirklich, uff, aber dann tut das schon weh für die Gegner.